Wie sind Sie zu Musik gekommen? Also wir haben uns, wie gesagt, wie ich schon gerade meinte, so im Alter von 13 gegründet. Das war damals so dieser ganz simple Entschluss, dass man halt die Schulklasse mit wilden Punkrock-Gitarrenspielen überzeugen möchte, dass man anders ist. Und da haben wir uns in der Schulzeit zusammengefunden, Silvester, unser Keyboarder einst und damals noch Drummer, und haben uns zusammen gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Band, du spielst Schlagzeug, du spielst Bass und du spielst Gitarre, und wir hatten noch keine Ahnung, wir haben die Instrumente noch nicht gespielt. Und haben einfach nur gesagt, wer was macht, und ich habe damals noch Bass gespielt. Und dann zu Weihnachten 1997 hat dann Silvester uns das letzte Geschenk sozusagen bekommen, was wir noch brauchten, um die Treimer, die Minimalbesetzung quasi auf die Beine zu stellen, hat sein Schlagzeug bekommen, und dann haben wir am 25. Dezember 1997 sich bei ihm im Weihnachtszimmer eingefunden und haben dann zusammen unsere erste richtig, richtig geile Session gehabt. Also Wahnsinn. Naja, also das ist halt, wie gesagt, wir haben alle unsere Instrumente, das erste Instrument quasi 10 Minuten in der Hand gehalten, und wir haben halt unseren ersten Gig gespielt. Laut und durcheinander. Und dann waren eben die Eltern und die Großeltern da, und die wollten sich das anschauen. Ich habe den Bock da, dass vielleicht da irgendwann mal rauskommt bei. Und damals hatten wir alle sehr lange Haare. Und dann haben wir halt die Haare im Kreis gedreht. So war auch der Ablauf. Vermeintlich öffentlich auch. Sind Sie noch an die Kommentare von Eltern und Großeltern? Ja, schön. Inzwischen gibt es 3 Alben von Polarkontakten und ich glaube mindestens 3, wenn nicht noch mehr, verschiedene Legenden, die es zum Namen Polarkontakten haben. Also man muss dazu sagen, dass wir relativ viele Namen schon durchlaufen sind, und der Name, der uns als allererstes an diesem Abend, an diesem Morgen des 25. Dezember ist eingefallen, ist, war Nervenzusammenbruch. Wie hieß man von Nervenzusammenbruch ohne EN? Also nur Nervenzusammenbruch. Wahrscheinlich haben doch alle anderen Leute auch einen Nervenzusammenbruch gehabt. Und dann ist irgendwann, dann sind wir auf die Schule gegangen, da ist Philipp in der Schulwelt gewesen. Aber ihr habt auch mal, als ich euch das erste Mal gesehen habe, man muss dazu sagen, dass wir kommen so alle ein bisschen aus der Elferngegend hinten, so Niederpfalz, Spielers, Bachlitz, da so die Ecke, und da gab es wirklich damals, Mitte der 90er, relativ ausgewogene Punk-Rock-Szene. Ja. Und da habe ich die Jungs das erste Mal gesehen, ich bin mir jetzt noch nicht von Anfang an dabei, und da hießen, habt ihr Adrenalin. Adrenalin, ja. Adrenalin, das war auch eine schöne Phase. Das war dann schon eher Metal. Also da sind wir eher in den Metal reingegangen. Und da haben so Lieder wie Geld, war ein Titel. Die erste Zeile des Liedes heißt, die Armut nimmt allmählich überhand. Das Land bricht zusammen, du hast nichts mehr in der Hand. Das waren die gerade die beiden Zeilen. Das war aktuell geblieben, bis heute. Und da hat Philipp uns gesehen, und dadurch, dass wir alle aus demselben Freundeskreis kommen quasi und auch zusammen auf die Schule gegangen sind, und ich habe in der Grundschule kennengelernt, 8. Klasse, haben wir alle unsere Bands gegründet damals. Also Philipp war in der Schulband, Scapegoat hieß die, dann später Crescent, Lucy war in der Band, die Zinken. Hier in der Zusammenhang Adrenalin, später dann Jack of All Trades und dann irgendwann Polarkontakten. Und mit diesem Namen dann alles zusammen fusioniert, sozusagen. So die Supercrew, der vereinigt. Wir haben jetzt auf Rotsucher die Möglichkeit, die Öffentlichkeit wirklich darauf hinzuweisen, wie es zu dem Namen kam. Ja. Das ist schon eine heikle Geschichte. Also ich kann ja, dadurch, dass wir quasi jetzt unter uns sind, kann ich sagen, wie es wirklich dazu